Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Vom 12. bis 21. November 2021 findet die Mannschafts-Europameisterschaft statt in Slowenien. Im Open, was im Prinzip ein Herrenturnier ist, es dürfen aber auch Frauen mitspielen in den Teams, ist Deutschland von 39 Teams an 9 gesetzt. Es spielen mit Livio Ditani Cipriano, Alexander Donchenko, Vincent Keimer an Brett 3 aufgestellt, Matthias Blübaum und Rasmus Svane. Es spielen immer 4 Spieler, 5 Spieler im Team, 4 spielen aber immer. Dann haben wir noch das Frauenturnier. Dort ist Deutschland an 7 sogar gesetzt. Dort spielen allerdings nur 31 Teams mit. Wir schauen uns jetzt eine Partie an aus der zweiten Runde. Deutschland spielte bei den Herren oder im Open gegen Dänemark. In der ersten Runde hatte Deutschland gewonnen, souverän mit 3:1, und jetzt ging es gegen Dänemark. Partie am Spitzenbrett, Livio Ditani Cipriano gegen Mats Andersen. Nach der aktuellen Weltrangliste im November ist Livio Ditani Cipriano mit 2:6:51 der einzige deutsche Spieler in den Top 100. Aber wie wir wissen, Vincent Keimer hat ja inzwischen in der Live-Weltrangliste alle deutschen Spieler überholt, ist aber noch nicht offiziell, wird im Dezember wahrscheinlich die Nummer 1, vielleicht die Nummer 1. Hier werden ja einige Partien gespielt. Kann sich noch ein bisschen was ändern. Ist alles immer sehr eng. Okay, gucken wir uns aber jetzt mal diese Partie an. Cipriano gegen Andersen. Andersen, 26 Jahre alt, die Nummer 313 der Weltrangliste. Es geht los mit D4, D5, C4, Damengambit. D schlägt C4, das ist das angenommene Damengambit. Springer F3, Springer F6, E3. Alles normale Züge hier. E6, die Hauptvariante, Läufer schlägt C4. C5, kurze Rochade. A6. Das hier ist eine Allerweltsvariante, die im angenommenen Damengambit super, super, super häufig vorkommt. Ich habe das selbst auch mit Schwarz hin und wieder schon mal gespielt. Hier hat Weiß so gut wie jeden Zug, der einigermaßen sinnvoll ist, hat er hier schon gespielt. Sowas wie A4, um B5 zu verhindern. Sehr häufig spielt Weiß hier D schlägt C5 und lässt den Tausch der Damen zu. Dann entsteht ein damenloses Mittelspiel. Dame E2 wird häufig gespielt mit der Idee Turm D1. Springer C3, normaler Entwicklungszug. B3, ich glaube sogar E4 hier, das Bauernopfer. So ein Bauernopfer hier, gibt's auch. Und dann hier Druck im Zentrum. Cipriano spielt hier den seltenen Zug Turm E1 in dieser Stellung. Aber ich vermute mal, das hat er mit Stockfisch sich mal angeschaut, weil Turm E1 wird hoch bewertet von Stockfisch. Stellt den Turm direkt ins Zentrum. Idee natürlich, so ein bisschen den E-Bauern unterstützen. Und früher oder später steht der Turm da auch sehr gut, wenn sich die E-Linie öffnet. So, es geht weiter mit Springer C6, normaler Zug. Springer C3, B5, Läufer D3. Normale Züge. Jetzt Nahm. Andersen auf D4 raus, C schlägt D4. Hätte man nicht unbedingt machen müssen, man hätte auch erstmal Läufer B7 machen können, Entwicklung. Aber CD4 ist natürlich kein Fehler. E schlägt D4. Und hier haben wir jetzt schon eine Isolani-Struktur, eine ganz, ganz wichtige Struktur. Ich habe hier auf diesem Kanal mal eine Partie analysiert von Wladimir Kramnik. Das perfekte Spiel mit dem Isolani. Müsst ihr euch unbedingt anschauen, ist ein absoluter Klassiker. Hab aber danach, glaube ich, noch andere Partien gezeigt mit dieser Struktur. Die kommt sehr, sehr häufig vor. Also diese Struktur. Das hier ist ein Isolani, isolierter Bauer. Zeichnen wir mal gelb. Der gibt Weiß hier Raumvorteil im Zentrum. Der schwarze Bauer auf E6 steht ja ein bisschen weiter zurück. Schwarz hat aber leichte Probleme erstmal mit der Entwicklung. Ne? Der Läufer hier auf C8, der möchte natürlich nach B7. Dort kommt er später hin. Ein typisches Verfahren hier für Schwarz ist dieses Feld vor dem Bauern zu blockieren hier. Und das macht jetzt Schwarz hier mit Springer B4. Super logischer Zug. Greift den starken Läufer an und möchte einen Springer auf D5 platzieren, um den isolierten Bauern auf D4 zu blocken, damit der nicht nach vorne kann. Was ist der Plan von Weiß in solchen Stellungen? Na gut, werden wir sehen. Springer B4 erstmal. Hier dachte Cipriano das erste Mal nach und spielte Läufer B1. Super logischer Zug. Er möchte den Läufer behalten für späteren Angriff am Königsflügel. Läufer B7. Jetzt wäre wahrscheinlich am genauesten erstmal A3 und dann Springer E5.
Er spielte aber sofort Springer e5 hier. Sehr logisch, stellt den Springer aktiv im Zentrum auf. Läufer e7 von Schwarz, normal, a3, greift den Springer an. Und witzigerweise gibt es hier einen kleinen Nachteil für Weiß, dass er den Springer sofort nach e5 gestellt hat. Er hätte sofort a3 spielen müssen, Springer d5 und dann Springer e5. Hier spielte Schwarz relativ schnell Springer bd5, das hätte jeder gemacht, glaube ich. Das ist ein bisschen schematisch natürlich auch, ne? Das Feld d5 blockieren, super stabil stehen im Zentrum. Aber Stockfisch zeigt hier Springer c6 an und sagt hier, du hättest lieber so spielen sollen mit Angriff auf den Bauern d4. Und wenn Läufer e3 kommt, früher oder später auf e5 den starken Springer tauschen. Das ist eine der Ideen. Sehr interessant. Okay, aber Springer bd5 kam ganz schnell. Dame d3. So. Und das ist einer der wichtigen Pläne, wenn man mit Isolani spielt. Man greift den schwarzen Königsflügel an. Natürlich kann Schwarz jetzt hier die kurze Rochade nicht ewig hinauszögern. Der König steht in der Mitte schlecht und man möchte den Turm auf A8 natürlich ins Spiel bringen. Und deswegen spielte Andersen hier kurze Rutsche. Ja, und wie ich schon gesagt habe, man möchte am Königsflügel attackieren. Man hat ein bisschen Raumvorteil im Zentrum, stellt den Springer sehr häufig nach E5 und die Läufer sind super wichtig hier, die in die schwarze Stellung hineinschauen. Was macht jetzt hier Dieter? Er spielt Dame H3. Der Bauer H7 wird angegriffen zweimal, aber Schwarz deckt diesen Bauern mit dem Springer auf F6, deswegen es droht erstmal nichts. Aber wie schwierig so eine Stellung ist, das habe ich selbst schon häufig erfahren mit Schwarz. Wenn ich Karo Kann zum Beispiel, auch andere Eröffnungen, Alapin-Variante der sizilianischen Verteidigung mit Schwarz. Es kommt immer wieder zu diesen Isolani-Stellungen. Man kann immer wieder mal hineingeraten und ich tue mich auch damit schwer, weil Weiß attackiert immer am Königsflügel, hat zwar diesen schwachen Bauern hier auf D4 und wenn es ins Endspiel kommt, wenn es zum Endspiel kommt, dann steht Schwarz in der Regel strategisch besser, weil er natürlich gegen diesen schwachen Bauern spielen kann. Aber im Mittelspiel hat Weiß schöne Angriffsaussichten. Und hier merkt man, hier dachte Andersen 19 Minuten nach und spielte Dame D6. Und das ist schon ein Fehler. Und das ist ein starker Großmeister, ne? Wie schwer es den Spielern fällt, so eine Stellung präzise zu spielen. Man hätte hier besser Springer schlicht C3 spielen sollen, BC3 und dann Turm C8 mit einer ausgeglichenen Stellung. Aber wichtig wäre es gewesen, insbesondere die Dame auf D8 zu lassen. Wir schauen gleich, warum. Gehen wir zur Partie zurück. Dame H3, Dame D6. Verbindet die Türme, ne? Sieht auf den ersten Blick ja nicht wie ein Fehler aus, ist aber ein Fehler. Wegen? Und hier zeigt sie natürlich, wie stark Nisipeanu ist. Springer schlicht D5. Er tauscht erstmal einen der Springer. Schwarz muss mit dem Läufer nehmen oder mit der Dame, nimmt mit dem Läufer. Und jetzt geht der Angriff. Spielt sich der Angriff erstmal von alleine. Läufer G5, natürlich. Wir greifen den Verteidiger von H7 an und Schwarz muss jetzt natürlich aufpassen. Es droht Läufer schlicht F6, gefolgt von Dame schlicht H7, Schachmatt. Wie soll man das verteidigen? Es gibt zwei logische Züge. G6 oder H6. H6, gut, dafür muss man kein Großmeister sein. Läufer schlicht H6, bam. G schlicht H6, Dame schlicht H6 und das ist schon komplett gewonnen für Weiß. Ne? Der Turm kommt über E3 nach G3. Der Springer auf F6 kann nicht ziehen, weil das Feld H7 gedeckt werden muss. 1-0. Das ist offensichtlich. Was passiert aber nach G6? Das ist der schwierige Zug. Und hier zeigt sich, warum die schwarze Dame auf D8 hätte verharren müssen. Wegen Dame H4 hier. Angriff auf den Springer F6. Wenn die Dame auf D8 stünde, wäre das nicht besonders gefährlich. Da würde nichts drohen. Aber jetzt droht Läufer schlicht F6. Der Springer kann nicht wegziehen wegen Läufer E7. Auf König G7, ganz simpel, Läufer H6 Schach, gewinnen wir Minimum die Qualität. Also was prüfen wir hier noch? Dame D8 den Rückzug, da wo die Dame schon stand. Jetzt gewinnt Weiß hier mit Springer G4. Greift den Springer wieder an. Der Springer darf nicht ziehen wegen Läufer E7. Und was soll Schwarz machen? König G7 ist der einzige Zug. Läufer H6, wir gewinnen mindestens die Qualität. Na? Das muss man nicht weiter berechnen. Da gewinnt Weiß Material. Ja, dumm gelaufen. Andersen sah, dass er Mist gebaut hatte. Dachte jetzt über 20 Minuten nach und spielte Turm FC8. Natürlich kommt Läufer schlicht F6.
Hier hätte Dieter mit dem Dame auf H7 nehmen können. Mit großem Vorteil, er nahm mit dem Läufer raus. Läufer schlicht A7, König F8, Läufer D3 zurück. Weiß hat jetzt einen Bauern gewonnen. Und das Problem ist auch für Schwarz, der König steht sehr schlecht. Ne? Es ging weiter mit Läufer B7. Turm AD1, starker Zug. Hier gab es allerdings noch einen stärkeren Zug. Für diejenigen unter euch, die das auch mit der Engine mal prüfen wollen. Läufer F5 ist hier ein Bombenzug. Droht Springer schlicht F7. Und der Bauer E6 wird hier mehrmals angegriffen. Ist aber ein sehr schwieriger Zug. Turm AD1 ist sehr logisch. Dame D4 geht natürlich nicht wegen Läufer E4. Und ja, was soll hier Schwarz machen? Dame E5, Läufer B7 gewinnt Material. Oder Dame A7 ist ein schönes Matt. Dame H8, König E7, Turm D7. Matte. Schachmatt. Nach Turm AD1 spielte Schwarz König E7 in seiner Verzweiflung. Dort steht der König natürlich auch nicht gut. Es geht weiter mit Dame H5, droht Dame schlicht F7. Turm F8. Hier gibt es einen wunderschönen Gewinnzug für Weiß, der allerdings auch wieder nicht einfach zu berechnen ist. Natürlich, wenn man das mit der Engine analysiert, ist es einfach. Weiß gewinnt hier mit D5. Das ist übrigens ein typischer Zug in die Solani-Strukturen. Da, wenn man den D-Bauern so opfern kann, um die Stellung in der Mitte zu öffnen, das kommt super, super häufig vor in die Solani-Strukturen. Ich bin mir sicher, dass Dieter das gesehen hat. Aber irgendwo hat ihm irgendetwas nicht gefallen. Läufer schlicht D5, Springer schlicht F7 ist hier die Pointe. Turm schlicht F7, Läufer G6. Mit Multiplen angegriffen. Wenn der Turm zurückgeht, was sonst? Turm schlicht D5. Und Weiß gewinnt hier noch weiteres Material. Ne? Also der Bauer ist gefesselt, der Turm ist gedeckt. Und der Angriff ist halt riesenstark. Wobei Weiß hat im Moment nur einen Bauern mehr. Aber natürlich mit dem König hier auf E7 wird der Schwarz nicht überleben. Gehen wir zurück zur Partie. Dieter spielte Turm C1. Schwarz spielte hier Turm AD8. Und jetzt Läufer E4. Starker Zug, greift den B7 an. Läufer E4, Turm E4. Es droht Springer C6, Gabel. G6 erstmal. Dame F3. Turm C8. Schwarz droht hier sogar Matt. Turm CE1. Starker Zug. Weiß behält die Türme auf dem Brett und macht Riesendruck hier auf der E-Linie. Es drohen hier wahrscheinlich solche Einschläge wie Springer G6, Springer F7 irgendwann. Deswegen tauschte Schwarz hier mit Läufer schlicht E5 den Läufer gegen den Springer. D schlicht E5, Dame D5. Weiß hat immer noch nur einen Bauern mehr, aber der König steht halt ultra schlecht. Dame F6 ist hier ein starker Zug, aber der deutsche Nationalspieler dachte, ach komm, H3, Luftloch für den König erstmal. Dame F6 kann er sowieso nicht verhindern, außer mit F5. Aber das öffnet die Stellung weiter. E schlicht F6, Turm schlicht F6 und natürlich Riesendruck hier auf der E-Linie. Die Stellung ist komplett gewonnen für Weiß. Dame E2, Turm D8, Dame E3, Turm D7, Turm E5, sorry, Dame C4, Dame H6. Es droht Dame G7 Schach mit Gewinn des Turmes oder dieses Bauern hier. König D6. Andersen fand nichts Besseres, er läuft mit dem König weg. Dame H8. Das ist natürlich eine schöne Stellung für Weiß. Ne? Der eigene König super safe hier, ne? Der gegnerische König super offen. Wir können mit der Dame auf der 8. Reihe hausieren gehen. Herrlich. Turm F5, Turm E4 zurück, Dame B3, Dame D4 Schach, König C7, Dame A7 und hier gab Schwarz in hoffnungsloser Stellung auf. Warum? Ja, warum? Wenn der König zum Beispiel nach D8 läuft, dann haben wir hier so einen Schach und gewinnen dann noch den E6. Ne? König weg und dann Turm schlicht E6 und dann Turm E8 und solche Sachen. Ne? Es ist verloren. Ja, schöner, lockerer Sieg von Livio Dieter Nesipiano, der am Brett 1 das Spitzenbrett der deutschen Nationalmannschaft verwaltet. Und Deutschland startete im Open, beziehungsweise bei den Herren, mit 2 Siegen. Locker flockig, 2,5 gegen Dänemark gewonnen. Wobei, Vincent Keimer hat seine Partie verloren, seine erste. Vor allen Dingen, er hat verloren gegen seinen dänischen Kunden, den ich hier schon so bezeichnet habe auf dem Kanal, Jonas Bull-Bjerre, hat sehr risikoreich gespielt, eine Figur geopfert. Dann aber, der Angriff schlug aber nicht durch, dann verlor er sogar die Partie. Aber Rasmus Svane am Brett 4 gewann. 2,5. Auch für die deutschen Damen bisher 2 relativ sichere Siege. Und jetzt in der 3. Runde kommen die ersten starken Gegner. 9 Runden werden gespielt in Slowenien. Ich werde das verfolgen und eventuell hier für euch berichten. Checkt auch meine anderen Kanäle aus. The Big Greek Highlights und The Big Greek Shorts. Und abonniert meinen kostenlosen Newsletter. Ne?
Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Macht's gut, bis dann.